Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Valhalla. Mal gucken. Links ist Hampton Shire, ne? Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das. Ja, stimmt, die Saga ist ja beendet. Ach, hier. Ich würde sagen, mit dem Boot, ne? Kommen wir ganz gut hin. Schauen wir mal, ne? Eieiei. Schluck auf. Einen leichten. Na, vielleicht ist er gleich weg. Nö. Ja, doch, ging nicht lang. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Für mich hätte es schon zu Ende sein können. Ne? Also vorher schon. Ich wollte ja nur noch den Orden machen und dann, ne, war's das, aber ja. Musste ja so kommen. Das musste ja so kommen. Naja. Schauen wir mal, was uns noch erwartet. Und wer dieser Mitstreiter ist, ne? Ja, da muss ja auch irgendwer sein. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe an den auch gar nicht mehr gedacht. Ne, und dann müssen wir uns noch ans Feuer setzen, weil irgendwas war da noch mit Ragnarök. Ne, sie wollte ja irgendwie noch irgendwie, keine Ahnung. Das mal, wenn ich nach Hrefnotor komme, sagt sie immer wieder dasselbe. Ja. Abfahrt. Einmal bitte drehen. Dann fahren wir mal eine Runde, ne? Vielleicht werden wir sie auch gebrauchen können. In Etelnay. Man weiß ja nie. Ne? Schauen wir mal. Schöne Bootsfahrt. Oh. Sorry, falsche Taste. Ich hatte gerade irgendwie für 2 Sekunden eine Links-Rechts-Schwäche. In den frühen Tagen der Fehde zwischen Kjötwi dem Grausen, ja, schon wieder, und dem Rabenklan gab es einen verrückten Berserker namens Kia Rohknochen. Kia hatte seine Kampfeswut keinem König oder Jarl verschrieben, ja, und legte nur einmal jeden Winter einen Eid ab, was niemand verstand. Irgendwann wurde Kias Schwester Thora mit Kjötwis Bruder Alrek vermählt. Bald schon wurde er oft bei diesem Clan gesehen. Schon bald erfuhr Kia, dass Alrek seine Schwester misshandelt. Als er Thora dazu befragte, sagte sie ihm, dass es wahr sei. Ja, warte. Sorry. Ja. Alrek zu einem Jagdausflug. Wir kennen sie ehrlich schon. Erzähl nachher weiter. Entschuldigung. So, das müsste da vorne sein, ne? In dem Dorf. Ja, lohnt sich nicht hier lang zu fahren mit dem Boot. Das ist einfach Pfütze. Pfützen. Na, da ist ein bisschen tiefer. Dann wollen wir mal. Oh, hier ist wieder tief, ne? Da war wieder tief. Na, wer ist das wohl? Na? Weil Basti wird ja erst später rauskommen. Na? Basti ist es nicht. Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ah ja. Ich danke dir. Vielleicht wirst du ja gefunden.
Ja, nach Umsehen sieht das aber nicht aus. Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. Sie sind ziemlich klein. Gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut Acht. Und die Butter, soll ich sie bestreichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen, falls du mich brauchst. Ich bin gleich nebenan. Was macht der hier? Ein herber Rückschritt gegenüber deinem letzten Posten, Herr. Als ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett, ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Christi zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Tja. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden und hast dich dumm gestellt. Und doch wusstest du alles. Ihren Namen, ihre Pläne. Tja. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Ey, du sollst auf den Kuchen aufpassen. Du siehst gut aus, Eivor. Ah ja. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Methallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Naja. Wie geht es dir, Alfred? Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art beruhigenden Frieden gebracht. Ah, jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig. Naja. Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Mhm. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Alfred. Wer ist der Großmagister des Ordens? Tja. Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Du? Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit dieser Dänen führte letztlich zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Ja. Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eivor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube, den hast du dir verdient. Damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast. Okay. Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee, die seinen Platz einnehmen wird. Ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland. Ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Oh ja. Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Naja. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages seine Untergebene. Oh, verflixt. Die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Tja. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Ja. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Eivor. So Gott will, begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Der letzte. Und ein Schlüssel. Ich hab doch gesagt, er soll auf die Kuchen aufpassen.
Aber ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Alfred gab mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube. Sie ist irgendwo in Winchester. Grundgütiger, sieh sie dir an, kleine Rußhäufchen. Gute Frau, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Sei's drum. Lass sie abkühlen, dann versuchen wir es erneut. Weise mich nur an und ich gehorche. Ah ja. Naja. Gut, dann gehen wir erstmal nach Winchester. Wo ist das denn nochmal? Das war weiter oben, ne? Oder? Wo war das? Ah ne, hier unten war das. Stimmt. Deswegen war ich ja auch davon ausgegangen, dass wir das schon haben. Also hier, Hand um Schirm. Weil wir Winchester ja eingenommen haben. Muss ja dann hier sein, Festung, ne? Oder? Ich nehme mal den hier. Oh, wie jetzt? Wieso ist die Schnellreise nicht verfügbar? Warte mal. Es ist ja hier in der Nähe. Ja, in der Nähe. In der Nähe. Wegen der Musik oder wie? Warte mal, da vorne haben wir unser Schiff. Dann nehme ich unser Schiff. War gut, dass wir hier vorne geparkt haben. Oh, die Kinder sind schon wieder laut. Eieiei, ich höre sie schon. Bevor sie antanzen. Oh. Ich hab's runtergeschmissen. Ja, naja. Nichts, was kaputt gehen kann. Ausnahmsweise. Oh ja, Kätzchen ist ja auch noch da. Hab ich ganz vergessen, dass die ja auch hier drin sitzt. Hab ich gerade gesehen. Aber normalerweise gucke ich da ja auch noch nicht so hin, ne? Ne. Wollen wir mal. Jetzt sind die im Flur. Wollt ihr mich verarschen? Müsst. Seid doch mal nicht so laut. Mann. Alle Türen muss man zumachen. Man muss sich hier verbarrikadieren wie sonst was. Wo ist denn das? Effner bei. Das ist das. Das haben wir ja selber angegriffen, oder nicht? Wo ist denn das? Woher? Hat doch gesagt, hier irgendwo. Aber wo? Was siehst du? Stimmt kein Ober. Hier? Ach, komm. Wer erzählt deine Geschichte? Ich will keine Musik. Krieg, Freundin. In meinem 19. Winter befahl Königs Thürbjörn die Errichtung eines neuen Langhauses, der wunderbaren Halle, die nun in Vornberg steht. Um dieses Langhaus zu bauen, setzte er 20 Männer ein. Keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo. Der stärkste und beleibteste Mann, den ich je sah. Wir machten uns Wir können nur hoffen, dass... Holz zu hauen. Dass er nicht da noch liegt. Er streckte 41 Bäume in nur 2 Tagen nieder. Oh. Am dritten Tag stand... Haben wir das noch nicht gehabt? Dürfen wir eigentlich wieder schnell reisen? Ah, nee. Ja. Er hat ihn von allen Seiten behauen, wie ein verrücktes Tier. Aber der Baum fiel in eine unvorhergesehene Richtung. Direkt auf Frage. Da rief eine Warnung. Jetzt mal ein bisschen wieder mittig fahren. War es zu spät. Fradi hatte nur genug Zeit, sich dem Unheil zuzuwenden,
das auf ihn hinabkrachte. Er hob seine Arme, um den Holzhammer zu umarmen. Die Gewalt des stürzenden Baumes trieb Fragen tief in die Schneebank. Doch ließ er nie los. Er hielt den wütenden Stamm wie eine Geliebte. Wie Hunde buddelten wir im Schnee, um ihn zu erreichen. Wir fanden Fragen in 3 Metern Tiefe, am Leben, doch mit Schmerzen. Den Baum noch immer auf den Schultern. Ja! Tja. Ich sollte mit Haltern die nächsten Ziele besprechen. Ja. Noch nicht. Außerdem können wir eh noch nicht schnell reisen. Warum auch immer. Oder? Ah, jetzt dürfen wir. Dankeschön. Warum auch immer ich gerade nicht schnell reisen konnte, keine Ahnung, aber jetzt geht es. Nö. Dann schauen wir mal, was er denn so versteckt hat. Ne? Ah, sehr holprig, ne? Generell das ganze Spiel. Ach übrigens, ich hatte ja gesagt, ne? Dass ich ja meinen Spielstand zerschossen habe und so, ne? Ich habe mittlerweile gehört, wie sich Eivor auf Englisch anhört. Sie hört sich richtig cool an. Also die Synchronsprecherin ist richtig, richtig gut. Auch passend. Also ich mag zwar die deutsche Version auch, aber ja, doch, cool. Warte, was sind seine Dings? Warte. Oder ist das das? Ah, nee, das ist ja... Gut, dann gucke ich nochmal im Inventar. Nur mal kurz runter zum Schlüssel. Wo ist denn der? Wir haben doch gerade einen Schlüssel. Ach, da. Questgegenstand. Schlüssel zu einer Tür im Münster. Oh, hier sogar. Ja, ja. Nee. Hier nicht. Warte mal. Entschuldigung. Ich bin kein Fan von Türen. Es sei denn, sie sind verschlossen und ich kann sie öffnen. Ach, da oben, ne? Irgendwo, ne? Warte mal, hier kamen wir ja hoch. Außerdem ist das sowieso bald wieder ersetzt. Hier. Das ist sie. Alfreds, ja. Schreibstube. Welche Geheimnisse er hier wohl versteckt. Das werden wir gleich herausfinden. Warte. Brief von Godwin. König Alfred, deine Spione Mercia berichten von einer merkwürdigen Entwicklung. Eine Fraktion von denen hat sich kürzlich den Brüdern Iva und Uba bei einem entscheidenden Angriff auf Tamilvjörf angeschlossen, nach welchem sie König Burgred absetzen und den nächsten Tarn Sheolwulf auf den Thron hoben. Als sie diese Gruppe bis zu ihrer Ansiedlung verfolgten, entdeckten eure Männer die Anwesenheit eines Verborgenen unter den Heiden. Ein Mann namens Heitam. Er scheint gut angeschrieben zu sein bei den Häuptlingen dieses Clans, Sigurd Styrbjörnsson und Eivor Varinsdottir. Bisher ist sein Antrieb unklar, aber vielleicht können wir ihn für unsere Zwecke einsetzen. Unser armer Mitstreiter Christi hat die Würdenträger in den wichtigsten Städten Englands bereits informiert. Vielleicht könnte ein wohlplatzierter Brief an Heitam und seine Gefährten unsere Pläne wesentlich befeuern. Dein treuer Diener, Greve Godwin. Ah ja. Naja, er hatte sich selbst umgebracht, also... Alfreds Anmerkung. Ich erwachte heute Morgen und dachte an... Elwins letzten Brief an Karl den Großen. Er schrieb in Angst, dass der Orden bereits alle außer seinen Meister korrumpiert hätte. Dann war er eine Woche später tot. Wusste Karl der Große davon? Hatte der Orden auch ihn korrumpiert? Ordnete er den Tod des heiligen Mannes gar selbst an? Oder hat der große Kaiser den Brief gar nicht gelesen?
Vor langer Zeit fragte ich meinen Vater, wie dieses außergewöhnliche Dokument in seinen Besitz kam. Er konnte die Frage nicht beantworten. Wie heute fürchtete ich auch damals das Schlimmste. Nach außen war Karl der Große ein frommer Verteidiger der Botschaft Jesu Christi. Er scheint unvorstellbar, dass er dem Ruf dieses korrupten Ordens erlag. Aber der Orden ist sehr gut darin, seine Motive zu verstecken. Er lässt sich herab, das Wort Gottes und das Heilige Buch als Fassade für seine lästerlichen Ziele zu benutzen. Der Anschein von Frömmigkeit ist leider sehr leicht herzustellen. Halte auf den Stufen einer Kirche eine Bibel gen Himmel und heuchle göttliche Inspiration. Gegen solche Schergen muss ich wachsam sein. Der Orden der Ältesten will eine Hierarchie, die dem Geist Gottes völlig widerspricht. Männer und Frauen werden als minderwertig und verdorben angesehen, entstanden aus bösen Absichten. Und doch verehren sie solche, für die sie für ihre Schöpfer halten. Die ISO, ne? So wie ein Hammer den Nagel liebt, können auch sie nichts außerhalb ihres eigenen okkultistischen Systems wahrnehmen. Sie liegen ja nicht falsch, wenn sie glauben, dass es Ordnung in der Welt geben muss, damit sich der Frieden entwickelt. Aber bei der Quelle dieser Ordnung irren sie sich. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist die Quelle der Ordnung im Universum. Daher darf sich der Mensch nur an Gott wenden, um Führung zu erhalten. Ironischerweise bin ich dankbar für die Ideen und ihre Invasion in Nordhimmure. Mein Titel hätte an Ella gehen sollen. Da er tot war, fiel er an meinen Bruder. Und dann an mich. Gottes unwahrscheinliches Geschenk. Ich werde es einsetzen, um zu zerstören, was ich so an diesem kranken Ort verabscheue, um von vorne anzufangen. Godwin steht an meiner Seite, so auch andere Männer vom Kontinent. Ich werde schon bald weitere finden. Oft preist der Orden seinen heidnischen Schöpfer. Sie nennen diese den Vater des Verstehens, die Mutter der Weisheit, die heilige Stimme. Das sind ekelhafte Gotteslästerungen. Es gibt nur einen Vater des Verstehens. Er ist der Herr im Himmel, er ist Fleisch geworden, Ordnung. Und daher möge der Vater des Verstehens dies und nur dies sein, die unsichtbare Hand, die Musik auf den Saiten des Universums spielt. Nichts weiter. Alle sonstigen heidnischen Lästerungen mögen zu Staub zu fallen. Naja, ist auch ein bisschen, ne? Für dahin beabsichtige ich, unser Los zu verbessern, indem ich den durchschnittlichen Mann mit der Ordnung des Universums harmonisiere. Ich führe ihn über eine ruhige Straße zu sicheren und nüchternen Gedanken, um seinen Geist zu beruhigen und sein leidenschaftliches Herz zu kühlen. Sei er gottesfürchtig oder gottlos, diese neue Ordnung wird alle umfassen und danach streben, den Mensch zu verbessern, indem seine Bedürfnisse mit den Schwellen und den Abebben der Natur selbst gleichgerichtet werden. Dies ist meine Hoffnung, dies ist mein Schwur. Amen. Naja, das, ne, solange man niemanden zwingt, ey, go for it, mach was ihr wollt, aber, ne? Schwafel und irres Gerede, Fulkes Wahnvorstellung nicht unähnlich. Steckt etwa mehr dahinter und ich verstehe es nur nicht? Ja, die Dings, ne? Also ich meine, wir haben ja vieles mitbekommen, wo wir mit Sigurd unterwegs waren. Ethelwins Brief an Karl den Großen. Heiliger David, ein dringendes Wort deines Flaccus. Als wir zuletzt sprachen, warnte ich dich vor einer Fäulnis, von der ich fürchtete, dass sie am gesunden noch jungen Fleisch unserer heiligen Kirche nagte. Heute bin ich überzeugt, dass wir zu drastischen Maßnahmen greifen müssen. Ich konnte kürzlich bestätigen, dass wir eine Gruppe von Männern und Frauen in unserer Kirche haben, die zu einem parasitischen, heidnischen Orden gehören und nichts anderes im Sinn haben, als das Wort Gottes zu pervertieren. Wie Läuse auf einem treuen Hund huschen sie ungesehen vorbei und benutzen unsere Mittel für Zwecke, die dem Plan des Erlösers entgegenstehen. Über das letzte Jahr sammelte ich alles, was ich über den Glauben dieser niedrigträchtigen Usurpatoren finden konnte. Sie nennen sich selbst den Orden der Ältesten. Hier folgen einige verstörenden Anschauungen. Sie glauben, dass die Menschheit nicht vom Herrgott, sondern von niederen, nicht perfekten Göttern geschaffen wurden, wie sie zum Beispiel den Iso, Archonten oder Nephilim, wie sie in ihren unheiligen Texten genannt werden. In dieser Hinsicht folgen sie den Häresien der gnostischen Sekten, die vor dem nikenischen Glaubensbekenntnis florierten. Sie lehnen die Botschaft Christi und sein erlösendes Opfer ab. Sie glauben nicht an Sünde und Erlösung und streben nur nach Wissen und Macht. Nur so, glauben sie, werden sie ihre Geister in den letzten Tagen die Freiheit erlangen. Sie halten die Menschheit für eine niedere Lebensform, noch weniger perfekt als die niederen Götter. Sie denken, die einzige Pflicht der Menschheit ist, dem Beispiel der niederen Götter zu folgen. Ihre Besessenheit von diesen Ältesten führt auch zu einer Verehrung teuflischer Artefakte, von denen sie glauben, dass sie ihnen Macht über ihre Mitmenschen verleihen. Ja, hier, ne? Wissen wir ja. Diese Werkzeuge des Teufels konnte ich selbst noch nicht begutachten, aber ich habe ihre Wirkung auf einige Menschen gesehen. Ihr wohllästerlicher Glaube ist dieser: Sie glauben, dass einige dieser niederen Götter immer noch auf Erden wandeln. Ja, wie, sie hat ja gesagt, Fulke hat ja gemeint, dass Sigurd ja auch ein Gott ist, womit sie nicht ganz Unrecht hat, weil er ja irgendwie die Wiedergeburt von Tyr ist. Also dem Iso, nicht einer Gottheit, sondern dem Iso-Tyr.
Wir sind ja Odin und Basim war ja Loki. Also von daher, ja, gut, ne? Wie man das sieht, ist ja dann auch wieder Ansicht, ist Ansichtssache. Zumindest hier in dem Spiel. Genau, immer noch auf Erden wandeln oder eines Tages in anderer Form wieder auferstehen. Von einigen glauben sie sogar, dass sie regelmäßig wiedergeboren werden. Diese nennen sie die Weisen. Andere scheinen nur einmal aufzutauchen und dann nie wieder. Ob sie den Herrn Jesus Christus für einen solchen halten, muss ich noch herausfinden, aber ihre Schriften wimmeln nur so von solchen Wesen. Ich weiß, dass dies alles wahr ist. Mein Herr, im Lichte dieser wachsenden Dunkelheit rate ich dir zu schnellen und harten Maßnahmen. Der Einfluss dieses Ordens ist bereits gewaltig und ihre Macht eine schleichende Gefahr. Sei ein Krieger für unseren Christus. Nur eine anhaltende Kampagne zur Ausmessung des Ordens kann ihren Erfolg noch aufhalten. Behandle meine Worte mit Vorsicht und Weisheit, edler Karl. Möge dem Herr dich schützen, erheben und dir Zugang gewähren zur Schönheit seiner gesegneten und ewigen Vision. Dein treuer Diener, blabliblub. Ah ja. Haben wir hier noch was? Die hatten wir schon. Das war's, ne? Okay. Müssen wir noch mit Heitam reden, ne? Ah. Ich habe den Balken nicht gesehen, deswegen habe ich gedacht, nicht gedacht, dass er lädt, aber gut. Nee. Naja. Führt ja doch alles noch zu einem Ende, ne? Ich bin froh. Also einerseits, ne? Wie gesagt, ich mochte das Spiel. Jetzt das Ende ist halt ein bisschen doof. Ne? Ist halt, ja. Es fühlt sich nicht richtig an. Ne? Es fühlt sich irgendwie, ja, so ein bisschen, ja, komm. Nochmal was rangeklatscht, nochmal was rangeklatscht, nochmal was rangemacht. Ich meine, es war einfach zu langatmig. Irgendwo hätte schon vorher Schluss sein sollen und das hätte gereicht. Das hätte definitiv, das hätte ausgereicht. Auch wenn die Geschichten vielleicht ein bisschen toll waren, ne, auch, ne, aber, ja, hätte nicht sein müssen. Ich bin nur froh, dass wir jetzt auch den Orden zerschlagen haben, auch wenn wir den nicht getötet haben, aber naja. Ich meine, Dings habe ich ja auch nicht getötet. Hier unsere Aspasia aus Odyssee. Die uns reingelegt hat. Ah, schon wieder jemand, der einen reinlegt und irgendwie Leiter des Ordens ist und... Ich sehe, ihr wiederholt euch schon wieder. Ja, ja, komm, lass uns erstmal mit Heitam reden. Ich sag doch, das sagt sie immer wieder. Heitam! Nimm nur Heitam, die letzten Siegel des Ordens. Du findest unter ihnen auch König Elfred. König Elfred? Führte dich unser armer Mitstreiter zu seinem Versteck? Tja. So war es, denn sie waren ein und derselbe. Unser armer Mitstreiter Christi war der Großmagister des Ordens der Ältesten. Er wandte sich gegen seinen eigenen Orden? Faszinierend. Er zerstampfte sie eher. Seine Hingabe für Christus und was er den allumfassenden Orden nennt, machte ihn von Anbeginn zu ihrem Feind. Er verabscheute den Titel und die Pflicht, die er geerbt hatte, zutiefst und wollte sie vernichtet sehen. Wundervoll. Durch sein Abdanken wurde die letzte Festung des Ordens niedergerissen. Ah, ja. Was bleibt, sind verstreute Fetzen. Und naja. Du, Eivor, nun da du unseren Feind gesehen und unsere Sache verstanden hast, willst du dich uns vielleicht anschließen und Teil der Verborgenen werden? War das dein heimliches Ziel, Heitam? Eine Feuerprüfung? Das Angebot ist sehr freundlich, aber ich glaube, wir kämpfen für Unterschiedliches. Euer Krieg verlangt, dass eure Siege verborgen bleiben. Ich trage meinen Ruhm lieber für alle zur Schau. Wenn ich dich unser Credo lehrte, du Zeit damit verbrächtest, würdest du deinen Geist vielleicht für anderes öffnen. Tja. Eine andere Sicht ist stets willkommen. Aber ein Leben ohne Ruhm, Ehre und Erfolge zu feiern, ist für mich nicht lebenswert. Doch sei dir gewiss, ich würde ohne Zögern mein Leben für jene geben, die ich liebe und die mich zurücklieben. Für alle hier. Auch für dich, mein Freund. Ich verstehe dich gut, Eivor. Sehr gut sogar. Naja, man kann ja auch für den Orden sein, ohne gleich beim Orden zu sein. Es gibt verschiedene Wege. Ne? Und alle Wege führen nach Rom oder irgendwie sowas, ne? Hä? Quest? Quest? Was hast du für eine Quest?
Was ist los? Eivor, schön, dich zu sehen. Ich... wolltest du etwas? Oder... ich hab mich gefragt... Gunnar? Was ist denn? Brigitte und ich dachten, da sich jetzt alles beruhigt hat, könntest du vielleicht einen kleinen Augenblick finden und... Ihr wollt vermählt werden? Ja, miteinander. Das dachte ich mir. Gunnar, dich so froh zu sehen, ist mir eine Freude. Und euch zu verheiraten, eine Ehre. Soll ich Freunden in der Ferne die Kunde bringen? Ich bin ehrlich, Eivor. Ich kam mit euch allen hierher, weil mich nichts und niemand dort hielt. Der Rabenclan ist die einzige Familie, die ich brauche. No. Und Brigitte auch. Nach dem, was sie gesagt hat, geht es ihr hier besser als bei denen, die ihres Blutes sind. Wir sind wie ein paar Findlinge. No. Kümmern wir uns also nicht um den Brauch. Wenn du Braut und Klinge hast, vermählen wir euch. Als Jarlskunner tue ich das mit Freuden. Machen wir. Brigitte und du, wann wollt ihr euch vermählen? Je früher ich sie zu meiner Frau mache, desto glücklicher werde ich sein. Aber wir können warten, bis sich hier alles beruhigt hat. Genug Komm. Gewartet. Lösch das Schmiedefeuer und bedecke den Amboss. Jetzt wirst du vermählt. Wundervoll. Sollen wir alle versammeln? Klar. Du holst deine Frau und deinen Mut. Ich hole die Leute zusammen. Komm, dann machen wir jetzt eben schnell. Das geht doch. Komm, Mensch, ne? Haben noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich meine, so lange wird die Hochzeit ja wohl nicht gehen. Ne? 3 Pachts später. 30 Pachts später. 40 Pachts später. Ich hoffe doch nicht. Irgendwann muss auch mal endlich Feierabend sein. Na? Ey, du bist die Jarlskrone. Ich wollte gerade sagen. Weißt du denn überhaupt, was man sagt? Ich meine. Naja, gut, sie ist so wortgewandt. Brigitte, es ist mir eine Ehre, an diesem wundervollen Tag vor euch stehen zu dürfen. Wir feiern euer starkes Band und eure Hochzeit. Ich sehe vor mir eine Liebe, die mitreißend ist und stark. Ich möchte euch nun bitten, euren Schwur zu leisten. Liebste Brigitte, ich überreiche dir diese Klinge. Sie wurde in Flammen geschmiedet, die hell lodern, wie meine Liebe zu dir. Kann es nicht ein kleineres Messer sein? Die Klinge ist scharf, wie dein Verstand. Und schimmernd wie deine Schönheit. Ein bisschen kleiner hätte auch. Möge ihr Klang der Süße deiner Stimme in meinem Ohr gleichkommen. Dio, seht wie die Kari Zigana. Du never am Lukis, wo du wieder Dora hier zu Tien Hariat. Und ich dich. Ich gebe dir mein Schwert und das Versprechen, für alle Zeit an deiner Seite zu stehen. Heed wie die Brüder am Future und Heen. Und die Sohn Tawaloch in Hope, a Premonition. Und dem Mount of Skryen a Foresight, Paratoivi, a Sweeping Adventure, meeting Tee. Tiur enoid fel dim arall, a dyn a strong a bwret i chi, ac fel as i ffys, mae'r calon yn hedfan dyr y tŷ. Wie poetisch, liebste. Ich fang gleich an zu weinen. Und keiner versteht ein Wort. Es ist hedfan efen gilydd, tro bywyd yn beyond. Ich gebe dir diesen Ring und nehme deinen an. Ich werde ihn mit Stolz tragen. Erfüllt von der wärmenden Liebe einer perfekten Frau. Deren Wort keiner versteht. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Umarme mich, Liebste. Oh, wenigstens etwas. Ich glaube, das ist etwas, was alle verstehen. Unser Paar hat den Bund der Ehe besiegelt. Darauf trinken wir. Na? Und wann heiraten wir? Ich... Nein, nicht dich. Heiter, geh aus dem Weg. Ich meine, Rand wie. Meine Güte.
Ja. Na? Valka, ich wollte dir danken für alles, was du für mich getan hast. Meine Visionen haben nachgelassen. Nun, es ist schwer zu erklären, aber ich fühle mich anders. Ah ja. Geeint. Im Reinen. Das freut mich zu hören, Eivor. Das freut mich sehr. Und deswegen läufst du. Na, Bruder. Hallo, Sigurd. Hey, Sigurd. Ein komisches Gefühl, Bruder. Hochzeiten sind der Anfang von etwas. Ja. Doch das hier fühlt sich an wie ein Ende. Die erste glückliche Vermählung in unserer neuen Heimat. Wir sind gereift und herangewachsen. Also ja, ein Anfang und ein Ende, schätze ich. Na dann. Prost. Skoll. Na, mal da vorne. Entschuldigung. Einmal hier dran vorbei. Na? Alvis, wie sieht's aus? Ich bin überrascht, dass du Braut und Bräutigam nicht mit ein paar Versen beglückt hast. Oh, das hätte ich gerne. Doch alles, was mir einfiel, waren Spott und Sticheleien. Ah ja. Nächstes Mal vielleicht. Na dann, beim nächsten Paar vielleicht. Na, was habt ihr zu reden? Gunnar, alter Fischkopf. Du bist verheiratet. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe. Ich auch nicht. Dabei habe ich so oft versucht. Tja. Brigit, ich überbringe dir einen Willkommensgruß unseres Clans und unserer Familie. Du bist nun ein Teil von Gunnars Leben und von unserem. Diolch, Evio. I couldn't be more happy to be born. Hoping I would see Wash and the keys me so the years. Bisschen was halt verstanden. Natürlich. Irgendwas, sie bedankt sich und, schön, ja, irgendwas bist. Mit Hoffnung und keine Ahnung. Hi, Tom. Na? Tazim mit Heitam, okay. Und wie sind die Hochzeitsbräuche in deiner Heimat, Heitam? Ähnlich wie diese? Fast jedenfalls, in allen wichtigen Aspekten. Es wird gelächelt, gelacht und umarmt. Und das ist alles, was man braucht, glaube ich. Ja. Dafür hast du geladen. Ich komme gleich zu dir, Randvi. Wir haben hier noch ein... Ach, Reda. Du bist jetzt schon eine Weile bei uns, Reda. Bist du bereit, dich niederzulassen? Wurzeln zu schlagen? Für ein Jahr oder zwei vielleicht. Aber ich bin kein Nestbauer. Eher ein Wanderer. Ah ja. Suchend, nie findend. Wer weiß, eines Tages... Na dann. So, ich glaube, das waren alle, ne? Jetzt müssen wir nur noch, eine Person. Randy, na? Du sahst einsam aus. Da dachte ich mir, ich leiste dir Gesellschaft. Wie na, wenigstens jemand. Genießt du die Feier? Aber ja. Wer hätte gedacht, dass je eine Frau den kauzigen Gunnar für sich gewinnen kann? Nun ja, ich glaube, er war leichte Beute, auch wenn ich nicht schlau aus ihm werde. Aber ich freue mich für ihn. Und über eine Verschnaufpause für uns alle. Ja. Nach allem, was war, haben die Leute ein paar Tage der Ausgelassenheit bitter nötig. Das stimmt. In der Tat. Kommst du ein Stück mit mir? Wohin du willst. Geh nur vor. Klar, natürlich. Eine Sache will mir schon seit geraumer Zeit nicht aus dem Kopf. Ach, wirklich? Ich bin keine Seherin, aber ich habe diesen Tag lang vorher geahnt. Nicht Gunnars Hochzeit, aber unsere Situation. Unseren Erfolg. Was meinst du mit Erfolg? Ich habe gesehen, wie unsere Siedlung durch unsere Siege in den Schlachten und durch Verhandlungsgeschick aufblüht. Und seit dem Tag, an dem wir Nordwege verließen, wusste ich, dass du Sigurd an Führungskraft übertreffen würdest. Ah ja. Es lag nie in seiner Natur, Menschen zu führen. In deiner allerdings schon. Verstehe. Wirklich? Du hättest mich warnen können. Du hättest nicht auf mich gehört. Stimmt. Ich hoffe, du siehst es jetzt, nach allem, was du für uns getan hast. Randvi. Naja. Du und all die Leute hier. Ihr habt mehr für mich getan, als ich je zurückgeben kann. Dein Vertrauen ehrt mich. Ebenso wie deine Zuversicht. Genau wie mich deine Liebe ehrt. No. Und nicht die deine. Die nächsten, die heiraten? Eivor, ich wollte dir nur sagen, dass Sigurd und ich... Ja? Wir lösen den Bund unserer Ehe. Ja. Das weiß ich doch schon. Das wissen wir doch schon. Uns verbindet eine unerschütterliche Liebe, die ein Leben lang halten wird. Aber mein Herz gehört nur dir allein. Das weiß er. Und ich glaube, er freut sich für uns. Bist du sicher?
Doch, ja. Sigurd sehnt sich nach etwas, das keine Frau und kein Mann ihm bietet. Er ist auf etwas Größeres aus, das nur er selbst finden kann. Tja. Wonach er sich sehnt, ist weit, weit weg. Was ich brauche, ist gleich hier. Endlich. Wird ja auch langsamer Zeit, so 330.000 Folgen später. Sollen wir gemeinsam zurück zur Hochzeit gehen? Brigitte hält vielleicht noch eine Rede, die dürfen wir nicht verpassen. Vor allem, wenn wir nichts verstehen. Sind. Schon seit Gloucestershire verstehe ich kein einziges Wort von ihr. Ach, tja. Ja? Ich finde, sie drückt sich schön aus, beinahe poetisch. Oh, okay. Soll das ein Witz sein? Meinst du? Ja, komm. Wir sollten gehen. Natürlich. Niemand hat ein Wort verstanden. Ich habe die Blicke gesehen. Ich sah die Blicke von allen. Vielleicht hätte Sigurd mehr Führungskraft beweisen können, wenn er auch einen so schönen Fertigkeitenbaum wie wir gehabt hätten. Ne? Mit so Beherrschungspunkten, die er verteilen kann auf so drei Bereiche. Ich wollte gerade sagen, wo willst du hin? Da vorne ist die Hochzeit. Immer noch. Na, Leute. Und jetzt? Was jetzt? Ernsthaft? Mal kurz die Dings wegmachen. Ja, aber warum nicht? Also, ja, es ist, aber... Ich fühle mich verarscht, wie bei, Dings. Wie bei Ragnarök, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Passiert noch was, oder? Ich meine, ich kann speichern. Ne? Warte mal. Apropos. Ja, komm, das ist das. Das war das. Das sind die Flussraubzüge, ne? Die wollte ich vielleicht später machen. Wie gesagt, ich habe ja auch irgendwann mal vor, zu streamen. Wäre zumindest eine Möglichkeit, das zu machen und auch Titan zu sammeln und so. Wir wollen ja dann auch noch irgendwann die Edelsteine bei dem einen Zwerg da abliefern. Da können wir auch, nämlich auch nochmal hin. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Titan brauche ich. Eine Menge. Ne? Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Was ist hier noch? Was ist hier denn noch los? Hi, Tamhai. Ich meine, ich habe mit allen geredet. Ich wünschte, ihr wäre eine Cutscene, wo nochmal, ne? Neben ihr ist ja kein Platz zum Sitzen. Guck mal. Wo die sich einfach hingesetzt hat. Ich kann mich hier eh nicht hinsetzen, ne? Ich kann hier nicht mal trinken. Na? Sigurd? Was? Naja. Da unten ist unser Dorf. Gut, dann, ja. Speichere ich hier und dann beenden wir an dieser Stelle, ne?
Das hat ja auch keinen Sinn mehr. Machen wir dann weiter, wenn dann der DLC draußen ist. Vielleicht ja dann im Stream. Je nachdem. Ich habe noch keine Ahnung. Aber ich beende hier. Ne, das ist jetzt erstmal vorerst der letzte Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch bei Ezio zum Beispiel wieder. Oder bei allen anderen Let's Plays, die irgendwie gerade laufen, noch kommen oder so. Ne? Bis dann. Bye.